das Spiel. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland. Hier ist das Nuevo Los Carmenes. Es melden sich Wolf Fuß und Hansi Küpper. Ich danke dir, Wolf. Es herrscht bereits eine tolle Atmosphäre hier im Stadion. Und beide Mannschaften stehen jetzt bereit, tja, um diese Stimmung auf den Platz zu übertragen. Durch die Abwehr. Abseits, klare Sache. Die Fahne ist oben. Es gibt Freistoß für die andere Mannschaft. Das kann man besser lösen. Nee, so wird das nichts. Da ist er draußen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Das ist die Möglichkeit. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Das macht er schön. Balleroberung und Abschluss wie aus einem Guss. Eine schöne Szene. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Das kann interessant werden. Und einfach weit weg. Gomez. Der geht aufs Tor. Was für eine Chance. Jetzt kann er es probieren. Der geht nicht rein. Der Ball war nicht schlecht, aber leider für den Stürmer auch nicht gut genug. Versucht weiterzukommen. Es sieht gut aus. Jetzt hat er die Chance. Ein super Tor. Das ist das 1:0. Wie wichtig dieser Bursche für diese Mannschaft ist, das hat er hier mit diesem Traum-Solo unter Beweis gestellt. Das ist der Dribbelmeister. Und damit steht's 1:0. Dieser Spieler ist ein echter Trumpf und dieser Trumpf hat jetzt gerade wieder mal gestochen. Und bitte! Und er macht ihn! Was ist denn hier los? Was ist das hier für ein Spiel? Da zeigt er, was er drauf hat. Hut ab! In allergrößter Bedrängnis macht er trotzdem sein Tor. Und damit steht's 2:0. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Podolski. Jones. Muss den Ball nach vorne bringen. Ohne Idee wird das nichts. Keine Möglichkeit, den Ball irgendwo reinzuspielen. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Da ist die Chance. Die Tür ist offen. Da kommt der Schuss. Gut gehalten von Dulder. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Er schlägt ihn in die Mitte. Und da ist der Ballverlust. Keine Gefahr mehr. Podolski. Unfaire Attacke, Freistoß. Er schlägt ihn rein. Er geht hoch zum Kopfball. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt erstmal durchatmen. Der Ball ist weg, die Abwehr steht. Da ist der Halbzeitpfiff. Trotz der Führung kann man doch nicht zufrieden sein. Das Ergebnis ist mit ihnen. Aber sie machen das Spielfeld kleiner als unbedingt notwendig. Mit einem 2:0 gehen sie in die zweiten 45 Minuten. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland. Jetzt kann er doch mal drauf fallen.
halten. Er spielt den Ball erstmal weg. Zurück zum Goalie. Lahm. Nee, so nicht. Dempsey. Und jetzt Mertesacker. Lars Bender. Und jetzt Mesut Özil. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Jetzt kann er ruhig mal abziehen. Er hat die Chance zu flanken. Marcel Schmelzer. Zieht aus der Halbdistanz ab. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Da ist die Flanke. Lahm. Lahm. Letztlich keine große Herausforderung für den Torwart. Sie kommen relativ früh zum Abschluss. Vielleicht, wenn man sich diese Szene anschaut, zu früh. Es ist nur noch gut eine Viertelstunde zu spielen. Abgefangen. Er probiert's mal. Der hätte natürlich drin sein müssen. Ein Anschlusstreffer hätte doch eine Doppelwirkung. Du selbst gewinnst an Selbstvertrauen, der Gegner wird verunsichert. Sie machen den Ball nicht rein. Er serviert ihn. Runtergepflückt. Podolski. Marcel Schmelzer. Jetzt treibt er den Ball nach vorn. Er kriegt den Ball. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und jetzt kurz vor Schluss bekommen sie doch noch eine Ecke. Und er bringt ihn rein. Der ist völlig frei. Und sie setzen noch einen drauf. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Das ist ausgeklügeltes Teamwork, schönes Passspiel und dann klasse abgeschlossen. Sie versuchen ihn abseits zu stellen, aber sie schaffen es nicht. Der Treffer ist völlig regulär. Und damit sind die 90 Minuten vorbei.